Meine geliebten Freunde, willkommen bei der nächsten Folge. Wir bauen unsere endlich kleine Taverne. Wo ist sie denn? Ist sie doch gerade noch. Ah, hier. 10 Holz. Oh, wir haben zu viel weggeworfen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Damit wir nicht hier 100 Mal laufen müssen. Irgendwie 120 Stöcke und 20 Baumstämme geführt. Ja, okay, also Crafting und Pool. Ist das Ding offen? Da ist eine Treppe. Und sonst ist das Ding offen. Ich wollte nämlich davor einen schönen Zaun machen. Das geht nicht, weil da Weg ist. Den Baumstamm hier noch loswerden. Und geht nicht, weil da Baumstämme im Weg sind. Okay, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir lassen die Baumstämme da, fällen noch hier ein paar. So. Ist ja gar kein Problem. So viele Baumstämme, wie wir dann haben. Ist das Ding nur gebaut? Dafür sind die ganze Insel schon abgerodet. Da. Hier. Guck mal, wie geil das so aussieht. Oje, 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 oje. Ich hoffe echt, das wächst danach. Ich will nicht immer so weit vor Holz laufen und den ganzen schönen Wald dahin zerstören. Der hier könnte noch im Weg sein. Und die beiden können auch im Weg sein. Sehr schön. Ah, daneben. 1, 2. Okay, gibt leider viel weniger Holz als. So. Lass mal sehen, waren das alle? Wie viele Stöcke? Okay. Nehmen wir mal alles auf und guck mal, was davon überbleibt. Schade, dass hier so ein Stein verkommen ist. Und hier auch. Das heißt, da kriegen wir Steine. Vielleicht muss ich dann hier später so einen Steinkopf bauen. Hier ist nämlich nochmal so ein Stein vorkommen. Naja, erstmal machen wir die Taverne. Wir müssen also echt logisch denken. So, wie viele haben wir? 10? Einer noch. Gott. Ich habe hier bestimmt einen übersehen. Da. Ich habe nämlich hochgezählt. Das hätte gepasst. So, da ist Stein vorkommen. Das heißt, da machen wir später irgendwie einen Zaun drum. Hier aber nicht. Hier wird so ein Aufenthaltsraum. So ein kleiner eingezäunter Bereich, wo die sitzen können. Das heißt, wir bauen die hier hin. Mal sehen, die richtige Taste muss ich auch finden. Ach, da ist der Steinvorkommen, deswegen. Ah, wegen dem Steinvorkommen. Fuck. Dann waren die natürlich schief, damit die schön da rauspasst. Ah, 2 kleine Baumstämme. Okay, Mist. Aber die können wir vielleicht anders
loswerden mit einem Waschzuber oder so. Da wird dann umgezogen der Zaun. Ja, da ist das Steinvorkommen. Das können wir nicht zumachen. Okay. Wir verschönern heute ein bisschen das Ganze. Was brauchen wir denn dafür? Vielleicht brauchen wir viele Stöcke. Und ein bisschen Rundholz haben wir doch. Wir haben 13. Nehmen wir erstmal die 10. Dann sind wir schon beschäftigt genug. Die ist schön groß. Stroh haben wir auch noch mehr als genug im Bauernhof. Kann man auch nur Blech machen. So. So, wir brauchen kein Holz mehr. Dann bringen wir das in den Schuppen. Guck mal, wie schön das hier später aussieht, wenn ich dann noch davor hier die ganzen Bänke und das Lagerfeuer baue. Haben wir das denn schon? Ich hatte hier beim Lagerfeuer gesehen. Ein Holzlagerfeuer. Das können wir schon freischalten. Leider noch keine Dekoration. Schade. So. Hier brauchen wir... Ach, da brauchen wir gar keinen. Ah, die Stöcke bringen wir auch rüber. Langsam nimmt das Dorf Gestalt an, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem mit den Brücken sieht das so schön aus. Unglaublich schön. 12 haben wir schon hier. Jetzt haben wir nochmal 13. Also, wir haben genug Holz dahin gesammelt. Wie viel Holz haben wir noch? 37, aber ich will nicht, dass er die dicken Holzblöcke nimmt. Wir nehmen mal hier 5 und machen Feuerholz damit. So, 5 mal 15 haben wir 25 Feuerholz. Brennholz. Ah, 5 mal 4. Gut, 20 nur. So. Machen wir das denn hier, Brennholz? Guckt ihr das an? Brennholz ist auch viel effektiver zum Verbrennen. Ja, ist schon besser. Nahrung haben wir mehr als genug da reingeworfen. Jetzt tun wir noch unser Heu. Oder Stroh oder was auch immer. Aha, wir haben Frühling. Wir müssen noch mal was einsäen. Kann im Frühling gesät werden. Und hier brauchen wir mal 50. Können wir wieder zurückgeben. Das hier in der Mitte wird unser Dorfplatz. Und weiter. Oh, knapp, aber ich glaube, wir haben genug. Ein Rundholz? Nee. Doch. Ah. Gut. Blöd gelaufen. Ein Rundholz.
Abenteuers. So. Stroh geben wir wieder ab. Wir waschen uns mal, wir stinken wie so ein Wallach. Weil wie dreckig wir sind. Dann wollten die Frauen nicht mit mir reden, weil ich so schmutzig war. Hip. So, willkommen in unserer kleinen Taverne. Da können die Leute sitzen, lachen und fröhlich sein. Was können wir denn hier alles machen? Hier können wir kochen. Kessel, hölzerne Gitter. Können wir auch gebratenes Fleisch machen? Ein Salzfleisch. In einem Kessel. Brei hatten wir doch schon. Ah, speichern wir mal. Also hätte ich gewusst, dass sie so aussieht, hätte ich sie umgedreht. Dann wäre hier die Wand gewesen. Ich habe das dann offen. Und hier hätten wir den Eingangsbereich gemacht. Aber die jetzt nochmal neu zu bauen. Vielleicht mache ich das offline. Baue ich die noch einmal neu. Wobei. Da eigentlich gar nicht so verkehrt ist, ne? Wenn wir hier den Hautzaun machen können. Wo sind denn hier Äste? Überleben! Überleben, gut. Ich will, dass er weniger Hunger hat. So. Wir hatten ja immer zu viel Hunger und Durst. Können wir doch hier sicher einen Zaun hin machen. So. Irgendwie so. Ne, wir müssen die abreißen und neu bauen. Das mache ich nochmal. Egal wie ich es drehe, das in dem Zaun wird das bescheiden aussehen. Ja, sorry. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich, wie das Ding gebaut wird. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen was zu trinken. Ich bin ein blöder Perfektionist, aber ich will das schönste Dorf haben und nicht 100 Mal. Ah, aber unsere Holzfällerin kommt wieder. Ist schon wieder Abend? Hey, hast du einen Moment? Ja. Sehr gut, aber die Stimmung geht nicht höher. Warum geht die nicht höher? Geht in keiner Richtung. Schön wie der Himmel. Oh. Oh. Die hat uns einen Korb gegeben. Also erst pflanzen wir die Sachen hier ein. Den Sack haben wir hier reingetan.
Linie 8. Wo sind wir? Ah, hier. Schön gepflügt. Dünger benötigt. Dünger haben wir. Ungepflügtes Feld. Okay, aber fliegen können wir es auch nicht. Ne. Okay, Farming funktioniert überhaupt nicht. Wir haben diese Felder, wir können aber nichts damit machen. Felder da hinten sind okay, aber das hier stört mich. Ein bisschen an der Ästhetik. Naja, was soll's. Die Hacke müssen wir auch nicht immer mitschleppen. Gut, dann halt nicht. Ah, die Tasche brauchen wir auch nicht. Wiegt doch alles nur. Nur Ballast. Ist das schön hell dort? Oh oh. Neuer Monat und schon wieder Black Screen. Und damit, Leute, wird das heute eine kürzere Folge. Ich werde mal neu starten. Und ich werde diese kleine Folge als Vorbau nehmen, bevor ich jetzt gleich offline das Gewürzhaus nochmal neu baue. Also, wie das Gewürzhaus am Ende aussieht und wie das Ganze sich entwickelt hat, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer Toshi. Und bewerten nicht vergessen. Ciao!